Was ist das jetzt? Das sind doch Briefe. Von Büro des Premierministers an Büro des Buckingham Palace. Euer Majestät, ihr werdet erfreut sein zu hören, dass der in Frage stehende OG-Beamte mit Disziplinarmaßnahmen belegt und mit sofortiger Wirkung aus dem Dienst entlassen wurde. Die Pension der Armed Forces wurde ihm gestrichen und er wurde gedrängt, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich muss mich nochmals für die Schwächen des Screening-Prozesses für die Einheit entschuldigen, für die ich letztendlich verantwortlich zeichne. Ich habe das Royal Safety und Security Committee gebeten, die geltenden Maßnahmen zu überarbeiten, mit denen die Vorgeschichte und die geistige Verfassung der Anwärter für die Group überprüft werden. Und alle Verbesserungsvorschläge, die das Komitee uns unterbreitet, werden sofort umgesetzt. Eure Sicherheit und die Sicherheit der königlichen Familie bleiben mein vorrangiges Anliegen. Hochachtungsvoll, euer ergebener Diener, PM. Der ergebene Diener heißt Private Message. Keine Ahnung, was... Warte mal, wie heißt der? Ach ja, PM, Premierminister, genau. Gut. Nein! Ah! Nicht Kreis! Das sind aber Briefe. Büro von A an Büro des Sergeants Surgeon. 1. Mai 2003. Doktor, infolge unserer Gespräche mit Ihnen und unserem medizinischen Stab haben wir den Willen bekundet, einen Teil der Notfallräume des Buckingham Palace zum Zwecke der Seuche nach der Panacee bereitzustellen. Übrigens, momentan kommt mir so der Gedanke, warum macht man nicht mal ein Resident Evil genau wie hier? Das genau so ist wie hier. Das ist ein Ort, gibt eine Stadt halt wieder. Man hat hier die Ich-Perspektive, wodurch der Horror verstärkt wird. Denn bei Resident Evil war es immer so, wenn ein Zombie kam von hinten, konnte man ihn sehen durch die Kamera. Und ja, man hat sich nicht wirklich bemüht, versteckte Zombies, so wie hier, einzubauen. Also ich fände ein Resident Evil in der Qualität eines Zombie, also in der Qualität dieses Spiels, gar nicht mal so schlecht. Leider können wir darauf verzichten, aber... Also müssen wir darauf verzichten. Ich finde die Resident Evils heutiger Zeit sowieso eigentlich gar nicht mal so schlecht. Klar, Oldschool hätte ich auch gern wieder, aber... Muss nicht heißen, dass es nie wieder Oldschool wird. Ich sag nur Resident Evil Revelations und Revelations 2. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Bauarbeiten werden sofort beginnen und Ihre Erfahrung und Ihr Rat werden bei Ihrer Einrichtung von großem Nutzen sein. Lassen Sie sich bei diesem Unterfangen nicht von finanziellen Überlegungen leiten. Aufgrund der beunruhigenden Entdeckung unserer gelehrten Freunde in Oxford und der Vorhersage unserer königlichen Astronomen, dass eine folgenschwere biologische Gefahr drohte, die bis ins Jahr 2020 mindestens 1 Million Menschenleben kosten werde, bitte ich Sie, Ihre Forschung und Arbeit an diesem Projekt mit höchster Dringlichkeit voranzutreiben. Sie müssen Ihre Zeit entsprechend anpassen, ohne zu vergessen, dass diese Forschung zwar extrem wichtig ist, aber den normalen Betrieb des Medical Household nicht stören darf. Möge Gott Ihre Hand in dieser dunklen Stunde leiten.
So, und dann haben wir hier noch einen Brief von Büro von an Büro des Verwalters des Kent Secure mit MTRU Hospital, John Wright. So, fangen wir mit 7. Oktober 2009 an, genau. Elizabeth die Zweite von Gottes Gnaden, Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und ihre anderen Reiche und Gebiete, Oberhaupt des Commonwealth, Verteidigerin des Glaubens, allen, die dieser Urkunde betrifft, mein Gruß. Der hier im Central Criminal Court am 13. Tage des Dezember 2002 anwesenden John William Wright wurde überführt. Unseren königlichen Grund und Boden des Buckingham Palace in Besitz illegaler Feuerwaffen und mit bösartiger Absicht betreten zu haben und wird dafür zu lebenslanger Inhaftierung Inhaftierung im Kent Secure Mental Ward für Veteranen unserer Royal Armed Forces verurteilt. So wisset, dass wir unter Berücksichtigung gewisser Umstände, die uns demütig dargelegt wurden, gewillt sind, Gnade und Nachsicht walten zu lassen. Und in Sachen des hier gefällten Urteils aus freiem Willen unserer Begnadigung anzusprechen. Hiermit befehlen wir dem Gericht und allen zuständigen Institutionen gebührende Kenntnis davon zu nehmen. Dazu soll dies eine ausreichende Vollmacht darstellen. Erteilt an unserem Gericht in St. James am 7. Tag des Oktober 2009 im Jahre unserer Regentschaft. Okay, jetzt habe ich wieder... Moment mal. Die Tasche sieht so weiblich aus. Kann das sein? Briefe der Queen. Ach, das waren die Briefe der Queen. Die dunkle Prophezei... Ah. Geht's noch weiter. So, bemerkenswert an dieser an dies Vorhersagen sind ihre Genauigkeit und ihre Bestimmtheit. Weniger als 60 Jahre nach seinem Tod und seinem berüchtigten letzten Brief an Sir Francis Bacon suchte die große Pest London heim. Bis der große Brand von 1666 die Stadt zerstörte und mit ihr der Seuche ein Ende setzte. Zeitgenössische Quellen deuten auf verblüffende Ähnlichkeiten zwischen der Pest und dies Prophezeiung. Der ersten Fäulnis oder genauer gesagt ihrer Ausbreitung nach England zu dieser Zeit hin, da die behauptete, der Fäulnis unzählige Male auf seinen Reisen über den Kontinent begegnet zu sein. In diesen 60 Jahren wurde die und das Ansehen seiner Arbeit von vielen Männern lächerlich gemacht und in den Schmutz gezogen. Darunter kein geringer als König Jakob I., aber die große Pest und der Brand gaben dem regierenden Monarchen Karl II. Anlass, seine Haltung zu überdenken. Karl war es, der dies Rat befolgte und ein Gesetz erließ, das die Raben des Tower of London unter besonderen Schutz stellte. Er gründete die Raben von Dee, einen Geheimbund von Gelehrten und Adligen. Es gibt immer noch
Gerüchte, dass diese Raben eine dauerhafte Unterkunft unter dem Tower of London in geheimen Gemächern im Bereich der Verliese erhielten. Man braucht sicher nicht zu erwähnen, dass diese Gemächer niemals gefunden wurden. Über die Raben von Dee ist wenig bekannt. Und noch weniger schriftliche Beweise sind vorhanden, was bei einem Geheimbund sicher nicht verwundert. Allerdings haben Gerüchte und Legenden die Jahrhunderte überdauert. Die Raben waren dazu bestimmt, die Reste von Dees Arbeit zu studieren und das Land nach weiteren verbliebenen Kopien der Manuskripte zu durchkämmen, um England auf Dees nächste große Katastrophe vorzubereiten, die zweite Fäulnis. Also es gab schon mal eine Fäulnis. Interessant. Aber Leute, so viele Informationen. Da legen wir uns für hin. Ja, das war jetzt mehr so ein Infopart. Oder auch sogar zwei Infoparts. Ich weiß nicht, wie ich es schneiden werde. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir haben neues Equipment. Zwei Sachen, und zwar einen ständigen Radar, der schöne Pings auslöst, die mich ein bisschen beruhigen. Ganz ehrlich, ich hatte nämlich immer Angst, Dreieck zu drücken und dabei schießen zu müssen. Aber ihr habt schon gesehen, ich habe ein bisschen mehr mit der Pistole gespielt, sonst wären wir wahrscheinlich umgekommen. Ja gut, wenn mehrere Gegner auf einen zukommen, nehme ich natürlich eine Waffe. Wir finden sehr viel Munition. Also warum sollte man es nicht nutzen? Ich habe noch Angst vor den Stellen, die auf uns zukommen, denn es gibt da noch eine ziemlich üble Stelle, die ich gelesen habe, wo wir wirklich eine Horde wieder bekämpfen müssen oder so. Darauf freue ich mich ja jetzt schon. Wie gesagt, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt, und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.